Hier kommt ein ernsteres Beispiel, also ernst, aber ein bisschen ernster. Hier geht es also um einen positiven medizinischen Test, den man gemacht hat auf eine Krankheit. Und auch da kann man das anwenden. Und das ist so das typische Beispiel, was auf eine Übungsaufgabe kommt. Ja, das ist nämlich auch irgendwie so ein bisschen so ein Eye-Opener. Zunächst mal, was sind jetzt die Variablen? Die eine Variable nennen wir X. Die heißt also, dass man eine bestimmte Krankheit hat, sagen wir mal die Krankheit X. Und Y ist, dass ein Test für diese Krankheit positiv gewesen ist. Ja, das heißt also, der Test sagt, Bluttest gemacht oder sowas, der sagt, Sie haben die Krankheit. So, dann gibt es Wahrscheinlichkeiten wieder. Und zwar einmal gibt es diese a priori Wahrscheinlichkeit darüber, wenn Sie eine zufällige Person aus der Gesellschaft rausangeln, ja, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass man diese Krankheit hat. Und nehmen wir mal eine Krankheit, die ziemlich selten ist, die meinetwegen nur 1 Promille der Bevölkerung hat. Ja, dann ist also die Wahrscheinlichkeit nur 0,001. Umgekehrt, die Wahrscheinlichkeit nicht zu haben ist 0,999. Ja, also das ist die Aussage, die meisten Personen haben diese Krankheit nicht. Ich schreibe hier immer diese Aussagen dahinter, weil das ist oft dann der Startpunkt, ja, um sein Wissen sozusagen auszudrücken. Und diese Aussage, diese Textaussage, die übersetzt man dann in Zahlen. Ja? Wobei das ist jetzt, sind jetzt Zahlen, die vielleicht auch im Statistischen Bundesamt vorliegen oder in einem Krankenhaus oder. Das sind also auch Zahlen, die man wirklich messen kann. Dann gibt es diese Sachen, die sagen, eine Person, die Krankheit wirklich hat, bekommt auch ziemlich sicher einen positiven Test. Sagen wir mal mit 0,99. Das heißt, in 99% der Fälle, ja, hat eine kranke Person auch einen positiven Test. Das ist jetzt eine Zahl, die bekommen Sie von der Firma geliefert, die diesen Test anbietet. Ja, die weiß halt, die haben Testversuche gemacht und die wissen, in 99% der Fälle klappt das. Das ist also sowas wie so ein Qualitätsmerkmal, dass diese Zahl möglichst groß ist. Ja. Dann gibt es aber noch eine weitere Zahl. Es gibt hier noch die Leute, die gesund sind. Und da vielleicht in 1% der Fälle oder 2% oder 1 Promille, auch diese beiden Zahlen müssen sich nicht zu 1 aufaddieren, der gesunden Person haben auch einen positiven Test. Das kann also auch passieren. Ja, das ist also bei solchen Bluttests kann das halt sein, dass man auch positiven Test hat, obwohl man gar nicht krank ist. Okay, das sind also auch ein Parameter. Ja, diese Zahl möchte also die Pharmafirma möglichst hoch haben, dass der Test auf den kranken Personen auch wirklich anschlägt. Und diese Zahl soll möglichst niedrig sein. Ja, das hat auch was, sind jetzt letztendlich genau die ganz gleichen Begriffe wie Sensitivität und Spezifizität, die Sie vielleicht kennen aus der Medizin oder sowas, wenn Sie sowas machen. Das sind genau die gleichen Begriffe oder False Positive und True Negatives und bla bla bla, falls Sie sowas schon mal gehört haben. Okay? So, das sind jetzt die Eingaben und das ist genau das gleiche wie mit Monster und Maus. Hier ist das Monster und die Maus, habe ich zwar eine a priori Wahrscheinlichkeit und gegeben, dass ich weiß, was es ist, ich weiß, die Person ist krank, habe ich eine bestimmte Wahrscheinlichkeit, dass der Test positiv ist. Und gegeben, dass die Person nicht krank ist, sozusagen habe ich auch eine andere Wahrscheinlichkeit, dass der Test positiv ist. So, und jetzt das, was man halt typischerweise braucht. Zunächst die verschiedenen Szenarien. Ja, die kann ich also wieder ausrechnen. Die Wahrscheinlichkeit zum Beispiel, dass eine kranke Person einen positiven Test hat, sozusagen, kann man dann mit der Produktregel diese Sachen einsetzen und bekommt dann was raus. Und man bekommt auch was raus, dass eine gesunde Person sozusagen einen positiven Test hat. Und man hat noch weitere Szenarien. Es gibt noch das Szenario, dass eine gesunde Person einen negativen Test hat und so weiter und so fort. Aber das sind die beiden relevanten. Und die Wahrscheinlichkeit, dass man überhaupt einen positiven Test hat, setzt sich also zusammen aus der Wahrscheinlichkeit von den Leuten, die wirklich krank sind, ja, und von den Leuten, die nicht krank sind. Ja. Und da kommt also raus, dass wenn ein Test gemacht wird für eine zufällige Person, dann ist in 1% der Fälle und ein paar zerquetschte, ist es sozusagen der Test positiv. Typischerweise gibt es jetzt hier aber einen Selection Bias. Ja, weil der Test wird halt nur bei Leuten gemacht, die auch schon vielleicht andere Symptome haben, die halt zum Arzt gegangen sind, weil sie sich schlecht fühlen oder sowas. Das heißt also, diese Zahl hier, die ist also ein bisschen anders noch, weil dieser Anteil praktisch nicht vorkommt. Der wird also tendenziell bei Leuten gemacht, die eher krank sind, mit einer größeren Wahrscheinlichkeit. Das sind Details, muss uns jetzt nicht interessieren. Uns interessiert jetzt folgende Frage. Gegeben, ja, dass ich einen positiven Test wiederkomme, wie hoch ist denn jetzt die Wahrscheinlichkeit, dass ich wirklich krank bin? Das ist ja die relevante Frage, die man jetzt als Ärztin wissen muss, um zu wissen, ja, mache ich die Therapie oder mache ich die Therapie? Also was ist jetzt das Follow-up-Ergebnis? Und das Interessante ist, wenn man die Zahlen jetzt hier so wählt, was durchaus nicht unrealistisch ist, ja, dann ist also die Wahrscheinlichkeit, dass man eine Krankheit wirklich hat, gegeben, dass der Test positiv ist, ist nur 10%. Ja.
Das ist also relativ verblüffend erstmal, weil man hat doch hier so einen tollen Test mit 0,99 und so. Ja, wie kann das denn sein, dass das nur 10% der Fälle dann wirklich so ist, wenn ich einen positiven Test habe? Ja, oder umgekehrt, wenn Sie sozusagen die Wahrscheinlichkeit, dass Sie nicht krank sind, ja, ist natürlich genau das Gegenteil. Ja, das ist also in 90% der Fälle sind Sie nicht krank. Ja, und das kann man auch ganz schön visualisieren. Mal schauen, ob ich das hinkriege. Wo haben wir denn noch Platz? Hier, ist das damit drauf ungefähr? Okay. Im Wesentlichen kann man das so verstehen. Nehmen wir mal an, wir machen jetzt hier 1000 Punkte, okay? Ich mache jetzt hier natürlich nicht 1000 Punkte, aber nehmen wir mal an, wir haben irgendwie hier so ein Rechteck, ja, und das sind hier sind es immer 100 Punkte in diese Richtung und in diese Richtung sind es nur 10 Punkte. Okay, dann sind das ja insgesamt 1000 Punkte, ja? So. Dann die Aussage, dass ein Promille sozusagen wirklich krank sind, ist dann also, dass hier ein Punkt hier unten, der ist krank von den 1000 Leuten und die anderen, die sind alle nicht krank. Okay? So, dann gibt es jetzt die Aussage da oben, gegeben, dass ich krank bin, ist in 99% der Fälle ist der Test positiv. Das heißt, der hier, der hat wirklich mit 99% der Fälle hat der einen positiven Test und die anderen aber, schauen wir mal danach, wenn ich nicht krank bin, dann habe ich immerhin noch in 1% der Fälle einen positiven Test. Ja, bei diesen hier ist es also 0,01. Und jetzt müssen wir das ausrechnen. Wie viel sind denn 1% von 1000 Leute? Wie viel ist das? Das sind 10 Leute. Okay? Und 10 Leute, das ist hier so eine Spalte. Das heißt, eine so eine Spalte hat fälschlicherweise einen positiven Test. Okay, wenn wir jetzt also die ganze Population uns anschauen, dann haben diese Leute alle einen negativen Test hier, ja. Diese Leute hier haben auch einen negativen Test und nur die Leute hier und hier haben einen positiven Test. Aber hier sehen Sie schon, das ist einer von 11, der dann wirklich die Krankheit hat. Und 10 von 11 haben die Krankheit nicht. Und daraus ergeben sich diese 0,9, diese 9% und die 90%. Ja, also der Key hier ist also die sogenannte Prävalenz. Die Prävalenz ist die Wahrscheinlichkeit unter allen Personen, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, die Krankheit zu haben. Wenn es also um eine seltene Krankheit geht und Ihr supersicherer Test ist positiv, dann sollten Sie einmal Bayes Rule rausholen und dann zu Hause ausrechnen, bevor Sie in Panik ausbrechen sozusagen und mal ausrechnen, wie sicher ist es denn jetzt, dass ich die Krankheit wirklich habe. Und typischerweise ist es auch so in der Medizin, wenn der Test positiv ist, wird der Test dann meistens nochmal wiederholt oder sowas. Das heißt, man will dann nochmal mehr Informationen haben einfach, weil man halt weiß, die Wahrscheinlichkeit ist trotzdem nicht hoch, auch wenn der Test positiv ist. Okay? Das ist wirklich sehr interessant und das ist auch Bayes Rule. Ja, also nicht nur Monster, sondern auch das, was man wirklich benutzen kann. Gut, soweit so gut. Ja, das war Bayes Rule. Diese Sache jetzt hier, die kann man auch einfach auf... ich meine, ich habe das sogar, sonst kopiere ich Ihnen das da noch rein, als ein kleines Notebook programmieren. Ja, ich hoffe, dass ich das jetzt so auf die Schnelle finde. Wo haben wir das denn? Sortieren wir die mal nach Last Modified, dann müsste ich sie doch relativ schnell finden. Ah, Probabilities, wunderbar, hat sogar einen richtigen Namen gehabt. Error ist natürlich toll. Error using, oh, was ist das denn für ein komisches Teil? Probieren wir nochmal neu aus. Ah, ich habe irgendwie das Falsche angeklickt. So, schauen wir nochmal. Das war das Falsche. Bla, bla. Das ist hier vielleicht. Ich habe es einen schlechten Namen gegeben. Da ist der schlechte Name. Da ist es gefunden. So, das heißt also, wenn man jetzt programmieren kann, und jetzt Sie können tatsächlich ja ein bisschen programmieren, sonst hätten Sie keine Aufgaben gelöst, können Sie sich jetzt so ein kleines Notebook basteln, ja, wo Sie hier so eine Tabelle haben, wo Sie praktisch die Zahlen eintippen können, okay? Und da muss man sich jetzt irgendeine Notation überlegen, ja, weil Sie jetzt hier mit Klammern, kann man das jetzt nicht so gut hinschreiben. Wichtig ist, dass man sich das gut dokumentiert und dahinter schreibt, welche Wahrscheinlichkeiten man eigentlich meint. Und ich meine jetzt hier mit Px, P von x, mit Qx meine ich, P von nicht x, okay? Und da benutze ich direkt schon die Formel 1 minus diese Wahrscheinlichkeit, das ist die Wahrscheinlichkeit, dass x halt falsch ist. Das heißt, hier oben kann ich jetzt die sogenannte Prävalenz eingeben, die Wahrscheinlichkeit, dass eine Person eine bestimmte Krankheit hat. Hier kann ich eingeben,
wie gut der Test jetzt funktioniert. Ja, und der Rest ist einfach nur noch Formeln anwenden. Das sind jetzt einfach nur, hier wird alles ausgegeben, was man so hat. Ja, insbesondere werden diese Wahrscheinlichkeiten am Ende ausgerechnet. Und jetzt kann man damit rumspielen und kann das Ganze ausführen und bekommt dann instantan die Zahlen, die wir eben auf dem Slide gesehen haben. Ja, insbesondere können wir jetzt mal rumspielen, was heißt denn, wenn die Prävalenz noch erheblich kleiner ist, also eine Krankheit, die noch viel, 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 viel seltener ist. Ja, wenn ich das jetzt ausführe, dann sehen wir hier, dass wir vorher hatten wir 9% Wahrscheinlichkeit, dass wir wirklich krank sind. Und jetzt geht das noch weiter runter. Die Wahrscheinlichkeit sinkt also noch weiter nach unten. Ja, umgekehrt machen wir das hier nochmal wieder, wie wir es vorher hatten. Und sagen, der Test ist aber nicht nur gut, der ist so richtig gut. Ja, der ist also 0,9999%. Dann kann man jetzt hier mit rumspielen und kann dann rauskriegen, wie sich das dann ändert. Das hat gar nicht so viel geändert. Okay, komisch. Aber sagen wir mal, er ist jetzt auch manchmal falsch. In 5% der Fälle ist er falsch. Ja, 5% der Fälle visualisiert heißt, wir haben jetzt hier nicht mehr nur 10 Leute, sondern wir haben jetzt hier 50 Leute, bei denen der Test sozusagen fälschlicherweise anschlägt. Okay? Das heißt, wenn ich das jetzt hier ausführe, dann würden wir jetzt hier erwarten, dann sinkt sogar noch die Wahrscheinlichkeit. Dann ist es nur noch in 1% der Fälle, dass ich die Krankheit wirklich habe. Okay? Das heißt jetzt hier, wenn man eine Übungsaufgabe hat, die so heißt, die kann man jetzt relativ leicht machen. Oder wenn Sie irgendwie, Sie haben irgendwie auf irgendwelchen Slides, aus irgendwelchen Büchern so eine Matheformel oder sowas, da können Sie sich hier so ein kleines Programm schreiben, mit dem, wo man das dann relativ leicht anwenden kann. Wenn Sie da Spaß dran haben, können Sie das auch als Excel-Tabelle machen. Ja? Nur bei einer Excel-Tabelle, das ist auch eine tolle Programmiersprache, nur da ist das halt nicht so schön explizit, dass man hier die Formeln immer so vor Augen hat, sondern die Formeln sind so ein bisschen versteckt. Ja, die sind halt nicht so an der Oberfläche. Aber letztendlich ist es das Gleiche. Ja, da werden also die gleichen Berechnungen ausgeführt. Gut, soweit so gut. Können Sie sich also basteln. Ja, ist also relativ einfach. Prima. Weiteres Zitat, diesmal von E.T. James. Ja, also er sagt halt, dass die Regeln der Wahrscheinlichkeitstheorie zusammen mit Bayes' Rule insbesondere, ja, die sind ein vollständiges Schlusssystem, Schließsystem, Reasoning System, auf Englisch hört sich das irgendwie toller an. Ja, also was also so ein Roboter benutzen kann, um Entscheidungen zu treffen. Der Roboter rennt rum, bekommt Aufgaben und er hat noisy Measurements über sein Environment und er muss irgendwelche Entscheidungen treffen, der sollte Bayes' Rule benutzen. Okay, das ist also die Aussage von E.T. James. Da ist noch ein älteres Bild von Ihnen aus den 80er Jahren. Ein ganz interessanter Charakter, insbesondere bei dieser Diskussion Bayesian Statistik oder Frequentist Statistik war er so völlig auf der Bayesian Seite, so wie ich es verstanden habe und argumentiert halt, dass das eine ist das einzig Richtige. Aber vielleicht tue ich ihm jetzt Unrecht. Also er kennt sicherlich beide Seiten, hat er gekannt. Also als Physiker hat er das im Detail verstanden.